Rainer Brandt. Ein neues Werk von Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt hat wieder mal zugeschlagen. Rainer Brandt. Mit seiner Spezialkamera. Zwergfell erschütternden Trainerbankstudien. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Rainer Brandt. Kamera fertig, Ton ab. Ausgesprochene Arschgeigen. Lang doch schon hin. Worauf wartest du denn? Tor! Ach, war dir ja. Speiseeis, das lecker Speiseeis. Udo, vielleicht ein Eis? Was soll ich denn jetzt mit dem Eis? Das Einzige, was mich noch retten könnte, das... Das wäre ein dunkles Bier. Ein dunkles Bier. Ich war noch nie betrunken. Du warst neulich so voll, dass du deinen Wagen zerschmissen hast. Ach was, ich bin zu scharf in die Kurve gegangen, dass mir hinten der Schwanz weggeschlenkt hat. Schwanz hinten rausgebrochen. Ich will doch ein Eis! Ist auch gesünder. Da halten die sich fest. Zwar wirklich lieber ein Bier, aber das ist ja bis warm hier. Bist du ein Dauerlutscher? Dauerlutscher. Speiseeis, das lecker Speiseeis. Warum kaufst du denn keins? Was denn? Ein Eis, wenn du kein Dauerlutscher willst. Mann, ist das langweilig. Ist nicht bald Halbzeit? Leider noch nicht. Mir klebt die Zunge schon an den Kniekehlen. Jetzt ist der Fritze mit dem Eis auch wieder weg. Kein Verlass mehr auf die Leute. Uli! Nimmt aber auch kein Ende. Vielleicht fängt er wieder an, Popel zu drehen. Du, da ist ja eine Eisfritze. Wo denn? Wo? Setz dich doch wieder, ich kann das sehen. Ja schon. Ich glaube, ich nehme einen warmen Schnaps. Willst du einen Kaugummi mit Schnapsgeschmack? Also früher hast du dich danach gerissen. Ja, auf dem Oktoberfest in München. Da ist ja der Eisverkäufer, Chef. Guck mal. Da verkauft er gerade sein letztes Eis. Unerhört. Udo. Also wenn ich jetzt nicht sofort ein Eis trinke, kriege ich einen Blutarsch. Auch das noch. Wie lange noch? Noch eine Minute, das nimmt und nimmt kein Ende. Chef, da ist ja noch so ein Eisverkäufer. Wo denn? Na da! Ich verlange sofort ein Eis, das steht mir zu! Schließlich ist er unser Trainer. Und Trainer sind auch Menschen. So ist es. So bring doch mal ein Eis! Blöder Hund! In 10 Minuten, Studienrat! Spiel dir dein Eis in die Haare! Oder so! Gleich gehe ich. Ja, hat ja auch recht. Hoffentlich fängt er nicht wieder an zu popeln. Steht die? Wenn Sie nervös sind, Chef. Ja, dann nimm doch den Daumen. Kann mich beherrschen, aber nicht mehr lange. Ich muss nämlich mal. Dringend. Wenn ich kein Eis kriege, mache ich ein Nickerchen.